John. Fleisch? Nein. Es ist so okay. Ich nehme es mal so hin. Was denn hier los? Dankeschön. Eigentlich wollte ich nicht schießen. Sag mal, stirbst du? Immer diese Zombies, die nicht sterben wollen. So. Inventar voll. Wenn ich jetzt hier auf Nachladen gehe und die nehme, ist mein Inventar nicht mehr voll. Okay. Was haben wir denn hier? So. Ziege kann ich auch nicht mehr aufnehmen. Okay. Ist doch schon mal was. Die Munition bleibt liegen. Das ist alles Munition, okay. Das heißt, ich esse jetzt mal was. Bringt noch nichts, weil ich bin jetzt, glaube ich, schon am Ende. Oder? Nee, voll. Gut, aber ich bin wohl genährt. Bin so eine kleine Wuchtbrumme jetzt wieder. Hier ist nichts mehr, ist hier hinten noch was drin. Das nehme ich alles mit. Und ich glaube, ich sollte mich da noch ganz langsam. Ich gehe die eine Etage noch hoch. Und dann sollte ich mal wirklich langsam die Flucht machen. Weil dann wird es schon wieder dunkel. So. Ach Mann. Inventar voll. Wirklich. Das geht ja gar nicht. So. So. Da kann ich auch nicht mehr aufnehmen. Da kann ich auch nicht mehr aufnehmen. Da kann ich. Boah, meine Fresse. Hier ist auch nichts mehr drin. Ich würde vorschlagen, die Polizeistation. Wo ist die? Neben dem Krankenhaus gegenüber, so schräg. Okay, merke ich mir. Die behalten wir uns mal im. Naja, wie soll ich sagen, im. Ja, im Rückenwind. Dankeschön. Da hat jemand seine Pizza nicht vergessen. Vergessen aufzufuttern. Dann gehen wir jetzt langsam. Hier ist auch noch ein Büro. Hätte ich da beinahe vergessen. Die Nägel. Wie viele Nägel habe ich jetzt überhaupt? Hat sich das überhaupt gelohnt? 20 Nägel. Okay, ein bisschen wenig. Schokoriegel ist immer gut, diese Energieriegel. Die brauche ich wirklich wie Sand am Meer. Nee, das ist bloß wie irgendeine Billigkleidung hier. Ziegel haben wir auch. Und ab geht's. Laufe ich jetzt in die richtige Richtung? Nein, ich muss in die Richtung laufen. Die Polizeistation merken wir uns. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Ich habe eine geladene Waffe. Boah, jetzt ist er wieder über eine Mauer. Wirklich. Ist immer schrecklich, wenn man hier lang läuft.
Man kommt nirgendwo durch, weil überall eine Mauer ist. In der Stadt wird wahrscheinlich kein Kaninchen mehr leben. Warum auch? Haben die Zombies bestimmt schon alle aufgefuttert? Liebe Bionado, wie geht es unserem Kind? Macht es Mucken? Bionado antwortet mir nicht. Okay, wir haben kein Mucki. Okay. Also, es schläft. Ja, es ist nach dem Füttern irgendwie sofort eingeschlafen. Was ich ja gut finde. War ja den ganzen Tag fast wach gewesen heute. Vor allen Dingen, wir waren ja unterwegs gewesen. Wir waren ja noch bei in der Kaufhalle REVE gewesen. Ich darf ja keine Werbung machen. Genau, könnt ihr euch denken, welche Kaufhalle es ist. Kaufhalle. Einkaufszentrum sagt man im Westen, ich weiß. Ist denn hier die Scheiß... Boah, überall Mauern. Ich fühle mich hier wie im Osten. Mauern, Gebirge, überall. Das ist super. Ich kann ja übrigens kein Kaninchen mehr schießen, wenn ich jetzt das Inventar voll ist. Ist aber egal, wir müssen upgraden. Wir müssen unbedingt upgraden. Für die Kaninchenjagd ist noch genug Zeit. Aber ihr habt ja gesehen, ich brauche Zement. Ich kann Zement herstellen. Mit Zement kann ich andere Dinge wieder upgraden, was auch immer. Wir müssen hier noch diesen ganzen Müll hier entfernen. So, mal gucken, ob ich was von den Kaninchen mitnehmen kann. Weil wir brauchen ja eigentlich noch ein bisschen Leder. Was kann ich denn hier rauswerfen? Stahlstange. Eine einzige. Ein Holzbrett. Kupfererz 3 Stück. Stoff 2. Hier werfe ich ja nichts raus. Wenn ich dann wieder das Tier aufnehme, habe ich das Problem. Ich finde das Zeug. Ich nehme das immer doppelt und dreifach auf. Schießpulver, wozu ich das auch immer gebrauche. Ich lasse es mal drin. Felsbrocken, 12 Stück. Wenn ich das Geflügel futtere, dann habe ich ein Problem. Sperlingsknochen. Ich schmeiß mal den Sperling raus. Zerkleinere mal unser kleines Kaninchen. Da wird bestimmt ein Teil übrig bleiben, der Knochen. Und genau den Knochen brauche ich. Seide kann ich aus Stoff machen. Habe ich Stoff? Stofffetzen habe ich mehr als genug. Also kann ich eigentlich die 10 Dinger hier rausschmeißen. So. Danke. Und jetzt kann ich zurück. Weil das mit dem Kaninchen hat mir noch gefehlt. Langsam kenne ich auch meinen Heimweg, um ehrlich zu sein. Langsam finde ich den auch nach Hause. Dich würde ich auch gerne schießen, jetzt wo ich gerade Zeit habe. Aber die Uhr tickt. Ich habe hier eine tickende Uhr oben. Der Totenschädel. Und bis dahin will ich noch einige Upgrades schaffen.
Wahrscheinlich